Heute wird ein super crazy Day. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob wir das alles schaffen werden. Cheers! Erstmal Kaffee. Bei uns ist es heute alles durchgetaktet. Zack, 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 haben so viel Programm. Das Problem ist, dass diese Menschen einen ganz anderen Zeitplan haben. Es ist so, dass die Kinder das Konzept Zeit noch nicht verstehen. Sie haben kein Zeitgefühl. Und wenn wir rechtzeitig aus dem Haus gehen müssen oder viele Termine an dem Tag haben, ist es keine Garantie, dass die Kinder mitmachen werden. Seht ihr diesen Bereich hier? Unser kleiner Nutzgarten. Das muss heute etwas geändert werden. Die sind schön. Die Gänseblümchen. Ich will sowas in mein Zimmer. Immer wenn man sich konzentrieren muss oder eine wichtige Aufgabe hat, sind die Kinder dabei und haben natürlich was anderes im Kopf und schreien nach Aufmerksamkeit. Die Sache ist die, das Bedürfnis der sicheren Bindung, also dazugehören, und das Bedürfnis, sich bedeutend zu fühlen, sind die wichtigsten emotionalen Bedürfnisse der Kinder. Wenn du was machst, merken sie, dass du nicht bei denen bist und suchen nach deiner Aufmerksamkeit. Sie werden dich ständig unterbrechen, etwas erzählen oder zeigen wollen oder etwas anstellen, so dass du alles liegen und lassen wirst und sich deren Problemen widmen wirst. Viele Eltern versuchen, das Kind abzulenken. Sie geben dem Kind vielleicht ein neues Spielzeug, damit es gerade in dem Moment beschäftigt ist und etwas Neues entdecken kann und machen kann. Oder sie setzen oder geben dem Kind ein Tablet, ja, der Klassiker, wenn man sich selbst konzentrieren muss und etwas erledigen muss. Und ich bin nicht anders, manchmal mache ich das auch. Aber ich kenne eine viel bessere Methode, wenn du etwas machen musst und das Kind dabei ist. Wir müssen jetzt kochen. Was denkst du, was kochen wir gerade? Reis mit Suppe. Wenn ich etwas erledigen muss, versuche ich den Fokus von den Kindern auf die Aufgaben zu lenken, die ich gerade selber tun möchte. So schenke ich denen die gesuchte Aufmerksamkeit. Ich kann ihnen in der Zeit etwas beibringen und wir arbeiten gemeinsam in einem Team an dieser Aufgabe. Ich frage sie ganz nett: Ich bräuchte deine Unterstützung. Kannst du mir bitte helfen? Kochen und Essen sind eine tolle Möglichkeit, die Kinder ins Geschehen einzubinden. Vor allem, wenn es schlechte Esser sind, sollte man sich an das gemeinsame Kochen wagen. Mit sicheren Kindermessern und Kinderscheller können kleine Kids auch schon Gemüse schälen und schnippeln. Vor allem die Rezepte von HelloFresh sind besonders einfach in Zubereitung. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung kann man die Gerichte kinderleicht kreieren. HelloFresh ist ein Lieferservice,
Du musst nicht mal aus dem Haus gehen, um etwas Leckeres zu kochen. Man bekommt frische Zutaten, die bereits fertig abgewogen sind, in einer Box. Und in 30 Minuten kannst du bereits deine Mahlzeit genießen. Was ich auch sehr mag, dass man mit HelloFresh neue Ideen sammeln kann. Wie man bestimmte Sachen zum Beispiel zubereitet oder Ideen zu den Soßen. Zum Beispiel dieses paniertes Hähnchen hat uns besonders gut geschmeckt. Es war total zart im Inneren und die Panade war sehr knusprig. Und ich wäre nicht alleine drauf gekommen, dass man das Hähnchenbrustfilet mit der Mayo überzieht, bevor man das in das Panko-Mehl tunkt. Auch die Teriyaki-Pflaumensoße war sehr lecker und hat wunderbar zu dem Hähnchen gepasst. HelloFresh kann man in Abo bestellen. Du wählst deine Lieblingsgerichte aus. Es gibt übrigens über 30 abwechslungsreiche Rezepte für jede Vorliebe. Die Zutaten sind immer frisch von zertifizierten lokalen Erzeugern und auch das Abo ist ziemlich flexibel. Jederzeit kannst du dein Abo anpassen, pausieren oder kündigen. Mit meinem Gutscheincode sparst du in Deutschland bis zu 90 Euro auf deine ersten 4 Boxen von HelloFresh. Und bekommst noch einen kostenlosen Versand für die erste Box. Klicke auf den Link in der Videobeschreibung und bekomme deine erste Box nach Hause geliefert. Das gemeinsame Kochen ist wunderbar. Man schafft die Momente, Gelegenheit der Gemeinsamkeit und die Kinder lieben es, auf ihre Art und Weise sich zu beteiligen. Leider können wir kein Mittagsschläfchen heute machen. Das Ganze hier muss gestrichen werden und bepflanzt. Das Bedürfnis nach Autonomie und Kompetenz kann man wunderbar unterstützen, indem man das Kind in das tägliche Leben des Erwachsenen involviert. Wenn wir das tun, fühlen sich unsere Kinder bedeutend und leistungsfähig. Sie erlernen neue Kompetenzen, fühlen sich sehr wichtig, du verbringst deine Zeit mit denen und dabei machst du deine Arbeit. Und ich will hier nichts verheimlichen. Klar wirst du mit deiner Arbeit nicht so schnell vorankommen, wie du dir das wünschst. Klar wird es nicht immer sauber sein. Und es wird bestimmt noch mehr Chaos entstehen oder Durcheinander, wenn du gemeinsam mit deinen Kindern etwas machst. Gleichzeitig ist es eine wertvolle Zeit, die du mit deinem Kind verbringen kannst. Das ist die Zeit, wo du deinem Kind was zeigen kannst und es lohnt sich auf jeden Fall, deine Zeit zu investieren und deinem Kind etwas beizubringen. Schon Babys und Kleinkinder sind meistens sehr daran interessiert, was wir Erwachsenen den ganzen Tag so machen. Weil sie uns alles nachahmen möchten und möchten diese Welt, wo sie hineingeboren sind, verstehen und lernen. Und das können wir zu unseren Vorteilen nutzen. Was passiert, wenn du deine Kinder in deine Aufgaben involvierst, wenn du sie einbeziehst? Das Ganze schult Eigenverantwortlichkeit.
Die Kinder werden selbstständiger, die lernen neue Fähigkeiten. Das stärkt den Selbstwertgefühl von den Kindern. Die üben natürlich, ja, Grobmotorik, wenn sie zum Beispiel mit dem Besen was machen oder im Garten arbeiten. Und auch die Feinmotorik wird geübt, wenn sie bei dem Kochen helfen, schälen, Gemüse schälen oder jetzt im Garten Samen einpflanzen. Die müssen die kleinen Samen in die Hände nehmen, alles ist eine tolle Übung für die Grob- und die Feinmotorik. Und so schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, weil das Kind ist in deine Aufgaben involviert. Das Kind lernt dabei eine Menge. Das Kind wird selbstständiger, was dir später helfen wird. Das Kind hat größeren Selbstwertgefühl, weil er so ein Gefühl hat, ich bin kompetent, ich kann das machen oder ich lerne das und ich kann es selbstständig machen. Du hast tolle Bindung, Kind-Eltern-Bindung, weil ihr gemeinsam etwas erledigt. Ihr habt so ein Teamwork. Kind hat das Gefühl, es trägt bei. Wertvoller Familienmitglied trägt er bei in das Familienleben. Und allgemein ist es eine tolle Möglichkeit, die Zeit mit deinem Kind zu verbringen.